Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit nach wie vor den Zwergen. Ja, nun gucken wir doch mal, was uns noch so fehlt. Genau, da haben wir schön gekämpft. Und dann fehlt uns irgendwo noch, oh ja genau, die Totensümpfe. Das war die Schlacht, die ich mir aufgespart habe. Weil die wird ziemlich brutal. Ich habe eine Menge Feedback von euch allen bekommen, dass ich zum Beispiel die Statuen bauen könnte, die Essen oder mal die Streitwegen ausprobieren sollte. Oder auch die Hüter, was ich jetzt letztens auch ein bisschen probiert habe. Aber ich finde die Hüter, ich muss das nochmal ausprobieren mit dem Sturm auf Stufe 2, weil ich denke, dass das echt nützlich sein kann. Ich weiß halt nur, bei den Schneetrollen hat das bei mir nie funktioniert, weil die Schneetrolle, immer wenn ich das eingesetzt habe, vor der gegnerischen Einheit stehen geblieben sind und sie nicht überrannt haben, was eigentlich der Sinn dieser Fähigkeit war. Deswegen da mal gucken. Und ja, die Streitwegenkosten sind halt teuer irgendwo, ne? Das Banner kann schon was, aber jetzt müssen wir mal gucken hier, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt den Elrond mit einer ausgewogenen Truppe, wir haben Moromir, ne, hier. Das wird schwierig hier, der Drogoth, der könnte eine Menge Schaden machen. Und dann haben wir hier noch Mordor, ausgesprochen mächtig. Und ja, die Menschen. Aber wir probieren's. Wer weiß, vielleicht wird das eine super epische Schlacht. Und ich entschuldige mich nochmal für diese eine Folge. Ich glaube, das war sogar die jetzt davor, die vor dieser jetzt kam. Wo die Aufnahme jetzt unterbrochen wurde. Ich dachte halt wirklich, die Schlacht geht nur 10, 20 Minuten maximal. Und auf einmal war die dann so lang. Und dann war die Platte voll, habe ich nicht aufgepasst. Ich habe jetzt genug Platz zum Aufnehmen. Und ich muss echt häufiger gucken, ob er noch aufnimmt. Alle 1-2 Minuten kurz nach links oben schauen, da habe ich nämlich die Anzeige. Aber die ist halt relativ klein. Und da will ich dann mal gucken. Genau. So, als erstes baue ich zwei Türme. Was? Wie ist das denn jetzt passiert? Ein Feind ist tot. Geilomatico. Okay, ich werde auf jeden Fall das Erdbeben nehmen, weil wenn die alle zusammen sind, muss ich gucken, dass ich da was zerstören kann. Das ist wichtig. Und der kann mal ein bisschen nach vorne. Okay. Und ja, das weiß ich. Deswegen positioniere ich die mal so ein bisschen. Der scoutet und ich bleibe jetzt hier wirklich ein bisschen defensiv stehen. Okay, das müsste funktionieren. Ich hoffe ja, dass ich König Dain auf Stufe 10 bekomme. Oh, das ist schön. Der ist nicht drüber geritten. Was für ein Idiot. Was für ein Idiot. Okay. Das waren jetzt die Reiter der Elben. Ja, mal gucken. Ja, das Katapult ist wunderschön. So, dann baue ich gleich, glaube ich, noch eine Festung. Ah, Festung ist vielleicht jetzt gerade Overkill. Ich baue erstmal die Minen hier. Genau. So, hier die Minen hin. Okay. Der stellt sich hier hin. Weil dann können die Katapulte nämlich schön feuern. Das ist wichtig. So. Der steht defensiv. Und jetzt schauen wir mal, ob wir damit was anfangen können hier. Oder ob wir da hier nichts hinkriegen. So, der eine Drache scheint schon tot zu sein. Oder fast tot zu sein. Der muss sich mal ein bisschen hochheilen. Und oh, das sieht gut aus. Der Aragorn ist tot. Ich muss noch ein bisschen zurückwegs den Bogenschützen. Und stehen bleiben. Okay, hier sieht's gut aus. Ist das jetzt gefährlich hier mit der Mine. Baumeister, lauf. Und du auch. Und dann können wir ja fast hier seitlich noch so ein bisschen bauen. Na, da drüben bringt's gar nicht so viel. Aber es schaut okay aus. Die Bogenschützen machen nicht so viel. Und dann lassen wir die jetzt alle mal raus. Ah. Und dann gehen wir. Ja, dann greifen wir jetzt an, genau.
So, müsst ganz okay ausschauen. Die müssen weg. Und der Dein muss halt durchhalten, ne? Der muss jetzt so weit wie es geht durchhalten. Dann bauen wir jetzt hier diese Gebäude auf. Ich baue jetzt hier zweimal so eine Dingsbums. Genau. Oh. Ah, das ist gefährlich. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Überlebt er das noch? Vielleicht. Okay, der Drache-Typ da ist tot. Na los, komm schon, ihr schafft's das. Ich vertraue auf euch. So, heilen. Die Bogenschützen ziehe ich jetzt zurück. Oh ja, das war, glaube ich, ganz schön klug. Die zurückziehen und der König Dein bleibt da stehen. Erstmal. Die Katapulte rette ich jetzt nach Möglichkeit. So. Und dann probieren wir das doch mal hier mit dieser Esse. Das könnte ganz nützlich sein. Und die Halle der Kriege ausbauen. Ja, jetzt gerade nicht. So, die Katapulte müssen wir zerstören. Ich stehe hier halt wirklich sehr defensiv, ne? Oh oh. Ah, und Feuer. Schön, 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 schön. So, das Katapult müssen wir zerstören. Dann packen wir jetzt die Bogenschützen wieder raus. Oh ja, die müssen weg. Der überlebt es hier noch. Der könnte sich schon wieder heilen. Und das Katapult haben wir auch zerstört. Und dann geht's ja dorthin angreifen. So, dann holen wir jetzt den Baumeister wieder raus. Wo ist denn der zweite? Der baut noch die Esse. Oh, das war teuer. Aber jetzt haben wir ja die Esse. Danke für den Tipp. Dann können wir die Bogenschützen nämlich wieder hochheilen. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Hoffentlich sind es noch alle. Alle vier Bataillone. Oh, was ist das? Okay. Eins, zwei, drei. Ja, war knapp, war teuer, aber geht schon. So, der König Dein, der geht jetzt ein bisschen Stress machen. Und dann versuchen wir mal, dass wir hier die Teile bauen können. Okay. Am besten baust gleich hier so hin. Und du rennst mal nach dort irgendwie. Das schaut gerade gar nicht so geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben ja hier die Bogenschützen. Die sollten was schaffen, theoretisch. Okay, dann greifen wir dort an. Ich finde halt den Flächenschaden von den Katapulten richtig geil. Also der ist enorm. Von diesen Zwergenkatapulten, vor allem wenn man den Flammenschuss hat. Oder Feuergeschoss oder wie auch immer das genau heißt. Aber es ist sehr, sehr nützlich. Oh, wo? Das ist gefährlich. Okay, oh, was da alles stirbt. Schaut euch das an. Da kann ich fast wirklich wunderschön einfach nur noch unten durchrennen. Und gleich ist er Stufe 10. Oh, was war das? Oh, ich dachte schon, der werden mit Steinen geworfen. Dabei wird da bloß diese Mine gebaut. So, das könnte man mal... Ah, den kriegt man vermutlich nicht. Ah, komm schon. Nee. Das zerstören wir auf die Art. Und hier bauen wir noch eine Mine hin. So, das... ich weiß gerade nicht. Das schaut gerade so ein bisschen blöd aus. Die Katapulte... Feuer nämlich gerade hier drauf und das ist nicht so schön. So, dann bauen wir hier noch einen Turm. Die werden verbessert. Der kommt, obwohl, kann man ja hier noch ein bisschen bauen. Und ja, die zerstören mir hier wieder alles. Ich muss halt wirklich aufpassen. Moment mal, die gerufenen Bogenschützen, die dürfen weiter. Oh. Katapulte, die muss ich zerstören. So. Okay, und der König Dein geht da runter. Habe ich einen Katapult verloren? Nee, puh, noch nicht. Aber gleich, wenn die nicht schnell sterben. Okay, ruf mal. Wo ist der denn? Ruft mehrere Zwergentypen her. Ja, macht das doch mal irgendwo. Oh, das Leuchtfeuer könnten wir uns holen. Ich glaube, Katapulte, kann man die heilen? Yes, nice. Okay, das ist äußerst nützlich. Ja, dann bauen wir doch hier noch so ein bisschen mehr. Ich baue jetzt ein bisschen chaotisch. Aber das sollte nicht zu viel ausmachen. Ich würde gerne auch meine Armee rufen, aber das geht hier nirgends. Das ist extrem doof. Jetzt habe ich das Gebäude, jetzt ist es kaputt.
Ganz toll gemacht, ganz toll. Okay. Können wir hier... Was ist das denn? Oh, Katapulte. Die müssen wir zerstören. Oh, da ist der Typ. Ich heile jetzt mal diese Bogenschützen, weil dann machen sie auch mehr Schaden. Da werden gerade Leute gerufen. Ah. Okay. Oh nee, das überlebt er nicht. Das stirbt mir. Verdammt. Lauf, 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 lauf. Lauf weiter. Zurück zur Esse. So, wir hauen jetzt hier ab. Und... Ah, was ist das hier? Katapult, okay. Und dann bauen wir jetzt mal... Bauen wir mal die Schmiede. Ich glaube, Katapulte könnten echt nützlich sein. Probieren wir das mal. Und dann bilden wir hier ein bisschen aus. Ich verstehe nicht. Ruft mehrere Zwerge. Jetzt, hier geht's. So, die laufen. Ich mache meinen Wolkenbruch. Die Katapulte... Ich würde sie gerne zurückziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verliere halt gerade auch... Oh, oh, ja, ja, ja. Zurück mit den Katapulten, die will ich gerade nicht verlieren. Die sind teuer. Die sind sehr teuer. Ich habe doch hier irgendwo noch einen Baumeister. Und dann bauen wir jetzt hier noch so ein Teil. So, der steht jetzt hier an der Esse. Und, boah, pfuh. Wo sind meine guten Zwerge? Hier. Warte mal, geht's mal so da lang? Weil da eine ganze Menge Gegner sind. Und dann bauen wir hier noch so... Ja, dann bauen wir hier noch so einen Schießstand. Und dann probieren wir den Streitwagen mal aus. Und die Bogenschützen rette ich. Und da bilden wir das aus. Und da bauen wir den Turm hin. Und... Dann holen wir uns hier die. So, wenn die jetzt hier dieses Niederrennen probieren... Ja, okay, vielleicht brauchst du da wirklich 1000 Millionen Leute, Gegner, damit sich das lohnt. Aber das war halt gerade so komplett nutzlos, ne? Ah, das sind Axtwerfer, okay. Oh, da werden schon wieder Verstärkungen gerufen. Oh, und der Wächter. Große Güte. Naja, ich muss halt jetzt schauen, dass ich hier tatsächlich... So... Dass ich tatsächlich... So, was ist jetzt Banner? Repariert den Streitwagen, verstärkt ihn mit mehreren Phalangen. Achso, deswegen. Ja, okay, probieren wir das Banner aus. Da war die Meinung, das ist richtig nützlich. Schauen wir mal. Okay, ihr könnt es da ruhig angreifen, ne? So, der Streitwagen kann hier drüber rennen. Ja, schlecht ist er jetzt so nicht unbedingt, ne? Naja, jetzt machen wir noch das Katapult kaputt. Und dann bauen wir hier noch das Zeugs. Und hier noch das... Ich brauche halt wirklich viel mehr Geld, ne? Das ist das richtige Problem, das ich gerade habe. Mir fehlt die Kohle. Und zwar ganz extrem. Die fehlt mir halt wirklich sehr extrem. So, dann holen wir jetzt hier mal die Bogenschützen raus. Und das ist schon erweitert. Das müssen wir noch erweitern. So, wie schaut es hier aus mit den Katapulten? Ich habe noch zwei hier. Die würde ich gerne heilen. Ich muss sie einfach heilen, das ist wichtig. So, und der stirbt mir jetzt leider. Das ist nicht gut. Der braucht Hilfe. Und zwar viel Hilfe, sonst stirbt er gleich. Deswegen ziehen wir den jetzt zurück. Und dann gucken wir mal, ob da nicht doch vielleicht irgendwas geht. Irgendwo wirst du bauen können. So, der stirbt mir jetzt. Kann aber hier die Verstärkungen rufen und dadurch dann abhauen. Hier oben hat's Gegner. Dann bauen wir hier ein Türmchen. Dann verstärken wir die Leute, die wir gerufen haben. Und greifen da mal so an. So, gleich kann ich mir dann das Erdbeben leisten. Das schauen wir dann gleich mal. Ich habe halt wirklich kein Geld, ne? Das ist das große Problem. Ich habe gerade kein Geld. So, wo ist das Katapult? Das muss unbedingt zerstört werden. Was ist das hier? Oh, Drachen. Oh, 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 oh. Die müssen auch weg. So, dann bauen wir jetzt hier irgendwo... Genau, bauen wir das auf. Da bauen wir das auf. Und... Dann will ich mal gucken...
ob ich es irgendwie hinbekomme. Irgendwie. Irgendwie. Die können da rein. Ob ich es irgendwie hinbekomme, zum Gegner durchzudringen, damit ich das Erdbeben zünden kann. Das ist das, was ich gerade wirklich machen möchte. Das Erdbeben zünden. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Das ist gerade ein bisschen problematisch. Ja, vor allem, weil da so 1000 Millionen Gegner sind. Ja, eigentlich, ne, mit denen einzunehmen ist dämlich. Die sind zu wertvoll. Da hat es 2 Katapulte. Und ich will das Erdbeben... Das Gebäuden schwere Schäden zufügen. Genau das ist es. Gebäuden. Und ja, das würde ich gerne machen. Warte mal, machen wir hier Ölfass drauf. Genau. Das ist sehr schön. Ich brauche unbedingt mehr Leute hier. Ob das funktioniert, so wie ich mir das gerade vorstelle, weiß ich nicht. Das ist die... So, die Katapulte hier stehen noch. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Der muss da durchrennen, das hilft jetzt nichts. So, das Teil ist zerstört, deswegen werde ich die jetzt zurückschicken. Und dann bild mal hier noch aus. Und was haben wir hier jetzt? Okay. So, und hier zünde ich jetzt das Erdbeben. Und dann heile ich den. Und hau hier mal ab. So. Der rennt einfach nur. Die können wir heilen. Und auch ein bisschen boosten. Und... Das ist gut. Hier drüben kann ich echt gut bauen. Da ist fast nichts. Das ist so das, was ich gerade brauche. So, wo ist der Gute? Der kann nämlich jetzt gleich wieder Leute rufen. Und das sollte mir dann wieder helfen. Ich kann es noch schaffen. Wenn ich dann hier wieder die Truppen rufen könnte. Ihr wisst ja, warum das so verbuggt ist. Mach doch... Ja, genau. So. So, sehr schön. Dann... Oh, der Wolkenbruch. Perfektes Timing. Perfektes Timing. Und dann schauen wir mal, dass ich jetzt hier die Feuerpfeile bekomme. Und ja, hier drüben kann ich mich sehr schön aufbauen. So, der König Dein wieder auf Defensiv. Der muss überleben. So, bauen wir hier das Banner auf. Und schauen wir mal. Dann holen wir uns hier nochmal das Banner. Ich meine, das ist schon alles sehr teuer, ne? Vielleicht lohnt sich's. Weil ich halt wirklich ein paar Leute einfach überrennen kann. Hier zum Beispiel, da kann, oder hier, bumm, da kann ich hier rein. Oder ich kann hier das Gebäude niederbrennen. Es ist, stimmt schon, die Streitwegen sind nützlich. Jetzt probieren wir hier mal das Niederrennen aus. Mal sehen, ob das funktioniert. Rennt mal die Bogenschützen nieder hier. Und das ist halt das Ding, das ist verbuggt. Die Fähigkeit ist aktiviert und sie machen halt nichts. Deswegen finde ich die Hüter total zum Kotzen. Weil, klar, sie sind ein bisschen günstiger und machen ein bisschen mehr Schaden gegen Gebäude, vor allem mit den Hämmern. Aber dafür habe ich ja dann die Katapulte und die Phalanx, die kann ich halt benutzen, um Reiter zu blocken, damit meine Bogenschützen überleben. Das ist halt der Grund, warum ich die Phalanx viel lieber habe als die Hüter. Die Hüter finde ich nutzlos. Oder ich bin zu blöd, um sie zu benutzen. Das kann auch sein. Aber ich finde sie einfach... Boah, wie die Fässer kaputt gehen! Ich finde sie halt einfach nutzlos. Der Streitwagen sehe ich aber ein, vor allem mit dem Öl, kann sehr nützlich sein. Ne? Sehe ich ein. Habt ihr recht gehabt, da bin ich sehr dankbar für den Hinweis. Das war ein guter Hinweis. Also, damit kann ich was anfangen. So, bauen wollte ich eigentlich auch noch irgendwann irgendwie irgendwas. Weil hier, das Gebäude brennt ab. Ihr seht das hier. Langsam Stück für Stück. Und das ist schon nützlich. Also das Ölfass ist nützlich. Also die Streitwegen gefallen mir doch, muss ich sagen. Vielleicht baue ich sie ein paar Mal öfter jetzt, wenn ich dran denke. Ich habe das immer so, bei mir ist das Problem, immer wenn ich so Feedback bekomme, dann denke ich da 1-2 Folgen dran und danach falle ich wieder in meinen alten Trott rein. Das ist ganz schlimm bei mir. Aber ich versuch's. Ihr seht, ich versuche. Und ich habe tatsächlich gewonnen. Ah, wie geil! Die Zwerge sind viel zu stark.
Viel zu stark. Viel zu stark. Das ist ja das Schlimmste, ja. Das geht ja gar nicht. So, jetzt speichern wir hier mal kurz. Und dann mache ich noch ein Safe Stat. So, ich speichere gleich nochmal ab. Nicht, dass mir, weil das ist mir auch mal passiert, dass ein Speicherstand korrupt war und dann ging nicht mehr. Ich habe das echt gewonnen. Krass, krass. Wie stark die Zwerge sind. Aber ihr hattet's recht, ich kann's nur mal danke die Streitwegen, sie sind nützlich. Mit dem, vor allem mit dem Öl. Es gefällt mir. Werde ich versuchen, häufiger zu verwenden. Katapulte, Streitwegen, das ist so... Ich bin halt eher der Bogenschützentyp. Ich stehe einfach auf Bogenschützen. Ich liebe Bogenschützen. Das ist für mich so die geilste Einheit, die das Mittelalter hervorgebracht hat, sind Bogenschützen. Und danach kommen ganz normale Schwertkämpfer mit Schwert und Schild. Das ist so was Persönliches, von wo ich sage, boah, das habe ich gern, das finde ich cool. Ob's gut ist oder nützlich so zu denken in einem Spiel wie diesem, weiß ich nicht. Aber ja, das ist halt... Bams, ne? Und naja, mal schauen. So, dann machen wir jetzt hier, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Gimli bleibt in hoher Pass und das ist not. Oh, nein! Nein! Ich habe auch komplett vergessen, dem König deine Armee mitzugeben. Aber das macht nichts. Wir haben hier einen Streitwagen, Bataillone, Zeugs, aber ich glaube, das werde ich nicht halten können. Ich glaube, das werde ich nicht halten können. Jetzt mache ich noch... Ich glaube, die Schlacht kann ich noch machen. Das müsste ganz gut gehen. Den Boromir nochmal zurückdrängen. Ja. Ah, aber die andere, die Totensümpfe, werde ich ohne den König Dain vermutlich nicht halten können. Ich meine, die meisten Einheiten dort, die meisten Helden sind... Also die meisten Armeen bestehen nur aus Helden. Was jetzt gut ist, aber ich habe keine Bogenschützen mehr. Und genau das ist das Problem. Das ist das Problem. So, jetzt warte mal ganz kurz. Das machen wir hier in Position. Und der Gimli, der macht es so. Das Problem ist nämlich der Boromir. Mit seiner tollen Fähigkeit, total blöd zu sein und alle meine Einheiten zu verscheuchen. Deswegen, ich werde das auch nicht verhindern können. Ich würde es gern baiten, dass ich sage, hier der... Oh, der hat auch ausgerüstete Einheiten. Da muss der Gimli ordentlich reinknallen. Sonst bringt das nichts. Der Gimli, der muss mit seinem Sprung treffen. Der Sprung muss treffen. Da muss ich... Nee. Die Spinnen sind erstmal voll egal. Lass die Spinne Spinne sein. Die Spinnen interessieren uns nicht. Sind komplett irrelevant, egal. Braucht man nicht. So, hier... Welche Stufe hat er? Ha, Stufe 2! Hau mal einen Vernichter rein, hau ihn weg. Ja, ja, genau das wollte ich verhindern. Ging jetzt nicht. Egal, es ist Stufe 2. Das ist halt das Schöne an der KI. Die hat halt nicht alle Truppen vorne gehabt. Und... wo ist denn der Gimli jetzt? Ah, jetzt zerstört er das da. Spring mal lieber hier in die ganze Bogenschütze rein. Hohoho! Schönes Ding. So, die ziehen wir zurück. Die sterben hier nämlich gerade. Oh, ich werde flankiert. Okay. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Aber ich glaube, das passt schon. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Truppen ich verloren habe. Oh! Ja, okay. Also ein bisschen was habe ich verloren. Hilft aber nichts. Macht aber auch nichts. Ich habe jetzt hier diese... Genau, kann ich wieder aufbauen. Passt schon. Ja, bau mal wieder auf, die Bogenschützen, die gestorben sind. Das geht schon. So, hier sind sie. Keine Gefahr für mich, die Speerschleuderer. Ich glaube, die heißen Speerschleuderer und ich frage mich warum. Weil sie schleudern keine Speere. Mal sehen, wie viel Schaden macht es. Das ist ja gar nichts. Das war ja jetzt peinlich vom Schaden her. Das war ja nix. Ah, schade, na gut. So, dann Feuerpfeile. Bam, bam.
Ah, da geht ja doch einiges noch drauf hier. Naja, macht nichts, ich kann das alles wieder aufbauen. Die Truppen, die hier sterben, das ist alles in Ordnung. Geht schon, geht schon. Solange der Gegner halt jetzt nicht plötzlich, hups, ich gebe auf, ist alles in Ordnung. So, er nimmt noch auf, sehr schön. Da muss ich echt aufpassen. Das ist schön. Den holen wir uns gleich. So. Bogenschützen! Aha! Seid ihr bereit? Naja, schaut's mal, wie schön da die Feuerpfeile auf die Gegner niederprasseln. Wunderschön. Wunderschön. So, den stellen wir erstmal hier so defensiv auf. Und ja, das müsste jetzt passen. Ich bilde jetzt ein paar Bogenschützen aus. Einfach nur so viel, bis ich genug hab. Und gut ist. Einfach ein paar Truppen ausbilden, ne? So, dann können wir da oben die Orks töten. Ja. Geht schon, geht schon. Dann zerstören wir das Teil noch. Und dann kriegen wir da noch mit Bogenschützen. Und dann haben wir auch schon wieder genug hier. So, wunderschön. Machen wir einen Vernichter. Dann machen wir einen Sprung. So, schön hier das Türmchen zerstören. Alles andere zerstören. Baumeister töten. Und dann passt es schon. Komm. Na also, geht doch. Geht doch. Easy peasy. Weiß nicht, warum der Boromir das probiert hat, aber sei es drum. Sei es drum. Jo. Ne? Die behalten wir alle und dann...